Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start. Und ja, ist wieder Mittwoch, ist wieder Vlog-Time. Heute drei Themen? Drei? Weiß ich nicht. Ich glaube drei Themen. Fangen wir an. Ihr habt es gemerkt, es kommen in letzter Zeit weniger Videos auf YouTube. Hat einfach den vollen Grund, ich möchte nicht mehr einfach irgendwas hochladen, hauptsache es kommt irgendwas, sondern ich möchte wirklich nur das hochladen, was ich mir auch selber angucken würde. Guck mal, ich habe hier noch die Uhr vom letzten Livestream. Spaß beiseite. Nein, ich möchte wirklich nur noch Sachen hochladen, von denen ich selber überzeugt bin, dass ich das die Leute angucken. Und wo ich auch sagen kann, okay, so, ich finde das gut, kann man hochladen. Was hauptsächlich zurzeit wirklich DayZ, also natürlich DayZ, jeden Freitag DayZ wird bleiben, da wird sich nichts dran ändern. Und CS finde ich zurzeit also ganz gut, da bin ich von überzeugt. Ja, sonst Vlogs natürlich, aber sonst Minecraft oder so war ich jetzt nicht wirklich überzeugt, weil ich sag mal so, wenn ich ein Zuschauer wäre, ich würde es mir nicht angucken, weil es gibt 100.000 andere Let's Player, die Minecraft machen, das ist Punkt A. Und B, diese 100.000 andere machen es einfach besser, weil die mehr Ahnung haben alles. Deswegen ist das eine Schiene, sage ich, nee, musst du nicht machen. Könnte ich natürlich machen, klar gibt es das Klicks, hier, dies, das, aber ihr müsst wissen, ich mache das rein hobbytechnisch. Deswegen bleibe ich bei DayZ und CS erstmal. Ich gucke, was noch so Neues kommt. Vielleicht coole Spiele, die ich anspielen kann, die mir Spaß machen, wovon ich dann überzeugt bin. Also es ist nicht so, dass Minecraft mir keinen Spaß gemacht hat, nur es ist halt irgendwie meiner Meinung nach nicht gut zum Anschauen, deswegen lasse ich das auch weg, genauso wie die meisten anderen Projekte jetzt, aber DayZ und, ne, und CS bleiben erstmal und ich gucke, was Neues kommt. Jetzt ist vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen war es genau, ist Call of Duty rausgekommen, wir haben sogar gestreamt, war ein nicht so erfolgreicher Stream, also wie gesagt, Call of Duty 1, ich war damals richtig gut, es hat mir richtig Spaß gemacht, das war für mich der beste Ego-Shooter, den es gibt. Das neue Call of Duty Advanced Warfare ist für mich schlechter als Ghost, also schlechter als das letzte, ich weiß nicht. Jeder, der sich das geholt hat, hat meiner Meinung nach mehr Geld rausgeworfen als für sogar für Battlefield. Ich habe es versucht zu spielen, es macht mir absolut keinen Spaß, vielleicht spiele ich das nochmal an, also war jetzt nur, ich habe wie viel da, 5 Runden vielleicht gespielt. Ich werde es bestimmt nochmal anspielen die nächsten Tage, um zu gucken, vielleicht im Team macht es mehr Spaß oder so, aber für mich selber persönlich hat es so wenig Spaß gemacht, also es ist, ich weiß es nicht, ist schlimmer als ein Noob-Team in League of Legends zu haben. Ja, deswegen gucken wir einfach, was noch so kommt, also ich freue mich auf jeden Fall auf Dead Island 2 wird richtig geil, Left 4 Dead 3, da werden auch richtig geile Community-Games mitmachen. GTA 5, da werden wir übertrieben geil. Ich versuche, wenn GTA 5 da ist und es möglich ist, einen Community-Server zu besorgen, dass man so richtig zusammenzockt, dann, boah, das wird richtig geil, weil das hatten wir schon mal in Vice City gemacht. Apropos Community-Server, wegen DayZ, dauert noch an. Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich euch natürlich Bescheid sagen. Da habe ich noch keine neuen Infos zu. Sonst, was haben wir sonst? Was gibt es noch für Spiele, auf die man sich freuen kann? Also Dead Island 2, Left 4 Dead 3. Sonst gibt's eigentlich. Ich habe jetzt gehört, DayZ Standalone kommt ein extrem großes Map-Update. Da sollen irgendwie 4-5 Städte dazukommen, neue Dörfer, neue Landschaften. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kann man auch mal wieder anspielen. Sonst, ich habe ja noch ein paar Aufnahmen mit Mr. Moore. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Sonst fällt mir einfach kein Spiel ein, was jetzt. Also, ich habe wirklich Call of Duty sehr hoch eingeschätzt. World of Warcraft kommt, ich glaube, nächste Woche, das werde ich auch spielen. Also ich bin World of Warcraft-Fan, habe bisher alles gespielt. Obwohl die letzten Teile immer nur so vielleicht 7 Tage, habe es einmal Max Level gemacht und dann stehen lassen. Aber, naja. Dann, 60 FPS-Videos sind seit letzter Woche verfügbar. Also, wir werden heute noch das DayZ-Video für Freitag aufnehmen. Also so, ich hab einige DayZ-Videos schon vorproduziert in Klammern, also ich habe gute Aufnahmen da, die ich aber gerne dazu benutzen würde, falls ich mal keine Zeit habe wegen Arbeit oder studientechnisch, wenn zum Beispiel jetzt nächsten Monat die Lernwoche kommt, wo ich die ganze Zeit lernen muss, wo ich sagen kann, sorry Leute, geht nicht, dann nehme ich einfach die alten Sachen, die ich schon aufgenommen habe, die ich gut finde und werde die dann sozusagen, also die habt ihr natürlich noch nicht gesehen, aber
Es sind für mich halt alte Aufnahmen, die ich so als Reserve da habe. Die werde ich dann benutzen. Heute werde ich mal mit 60 FPS testen, werde gucken, ob da die Qualität vielleicht ein bisschen geändert wird. Ihr wisst ja, meine Videoqualität, mit der bin ich auch unzufrieden, weil die einfach ist, ne? Also das heißt, alles verschwommen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich rendere das ziemlich gut, habe alles Mögliche. Ich teste auch immer noch weiterhin, ob ich die perfekten Render-Settings finde, aber irgendwie klappt das Ganze nicht. Naja, ich teste weiter. Vielleicht geht es mit 60 FPS besser. Ja, das war's soweit erstmal. Heute ziemlich kurz. Donnerstags gibt es wieder einen Stream. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Like always. Streamingplan werde ich unter die Streams. Wer schreibt mir da? Der Moritz. Streamingplan werde ich demnächst unter dem Stream veröffentlichen. Aber ist eigentlich klar, so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Diesen Donnerstag vielleicht sogar ab 6, 8, nee, ab 18 Uhr vielleicht. Muss ich mal gucken, ob ich arbeiten muss oder nicht, weil ich Überstunden habe. Deswegen, Leute, haut rein. Bis Freitag zum DayZ-Video. Vielleicht sogar morgen ein CSGO-Video. Ich weiß es nicht. Also, ich nehme wirklich Videos auf. Ich gucke, ob die gut sind. Wenn die gut sind, die Aufnahmen, dann sage ich, okay, super. Wenn nicht, dann sage ich, Mülltonne, nächste Aufnahme, bitte. Und da lade ich wirklich lieber weniger hoch. Dafür aber Videos, die mir selber gefallen. Müsst ihr leider akzeptieren so. Deswegen, Leute, haut rein, spätestens bis Freitag, bis zum DayZ-Video oder bis morgen zum Stream. Ciao!